Moin und herzlich willkommen zurück zu X4. Hier haben wir das letzte Mal die Folge beendet. Und hier starten wir sie auch wieder. In dem Zerstörer der Sünd-Klasse. Und es geht los. Wir lassen die Schiffswerft. Mit voller Bewaffnung, voller Crewstärke. Und wir haben Folgendes vor. Wir werden uns Material besorgen. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Ja, ist klar. Und zwar werden wir versuchen, ein bisschen Material für unsere Basis mit rüberzunehmen. Also wir wissen auf jeden Fall die eine Basis hier. Das ist diese. Die braucht im Grunde, weil das hier ja noch ankommt, nur noch Siliziumkarbid. Ganze 10. So, das heißt, die werden wir ja auf jeden Fall mitnehmen. Was ich aber noch überlege, wir haben noch eine Million übrig. Was ich da überlege ist, ob wir nicht trotzdem hier in dem Bereich der eigenen Schilde nicht nochmal ein Schild aufwerten sollen. Dann sind wir richtig pleite. Aber wir haben nochmal 20.000 mehr Schilde und eine bessere Aufladung von den Schilden. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Heißt, wir docken wieder an. Ja, das erspare ich euch mal kurz. Bis gleich. So, herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder. Ja, für euch ist jetzt natürlich keine Zeit vergangen. Für mich jetzt ein wenig. Ich habe tatsächlich den Auftrag nochmal abgebrochen. Mit dem einen Schild. Grund ist, dass wir im Quartier mehr als genug Geld schon wieder zusammengesammelt hatten, damit man nochmal eine kleine Überweisung an uns selbst machen konnte. Und wir haben jetzt alle drei Schilde auf das Maximum hochgebracht. Und auch die Schilde zumindest des Antriebs, wenn was schiefgehen sollte, dass man zumindest die Chance hat, mit dem Antrieb nochmal davon zu kommen. Genau, das Einzige, wo die Schilde noch nicht komplett aufgewertet sind, das sind halt die einzelnen Waffen. Naja, müssen wir gucken, ob wir damit klarkommen. Dennoch werden wir jetzt durchstarten. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Sind wir nicht schon abgedockt? Oder haben wir nicht schon abgedockt? Oh, das ist ein Fehler. Das wollte ich nicht gedrückt haben. Das war die Kombination Shift-D. Damit landet man immer direkt beim Ein- oder Ausgang eines Schiffes. Funktioniert auch, wenn man auf einer Station ist und wieder auf sein Schiff zurück möchte. Einfach Shift-D drücken und man teleportiert sich sofort zum eigenen Schiff. So. Jetzt aber. So, Siliziumkarbid. Wo kriegen wir Siliziumkarbid? Sehe ich das nicht? Das ist schon recht teuer. Autopilot eingeschaltet. So, auf geht's.
das geht doch schon wieder schief, oder? Da lang kann man doch nicht fliegen. Autopilot ausgeschaltet. Da kann man schon, aber... Ich nehme doch lieber gleich die richtige Richtung, dass wir nur noch hochziehen müssen. Gigantischen Geschwindigkeit. Autopilot eingeschaltet. So, in der Zwischenzeit können wir gucken. Sie zum Kapitän wir dort 10. Und dann. Das ist, glaube ich, dieses Ding hier, genau. Bräuchten wir noch mal 2200. Na. Würde wahrscheinlich nicht mal der Frachtraum reichen. Egal. Probieren's. Okay, wir haben noch ein Stückchen vor uns. Dann gehe ich mal hier rüber. Gucke mal, wie weit denn unsere neue Corvette ist. Oh, sieben Grad. Position halten, die scheint fertig zu sein. Das bedeutet, wir können sie hier rüber schicken zu den Slit. Das war das Raumdock. Wir können es da aufrüsten. Und dann sagen, wir nehmen einmal den. Split Allrounder. Bei den Waffen haben wir ja noch Plätze frei für diese hier. Thermal, Thermal, Thermal. Kostet uns 1 Million, das Ding aufzuwerten. Aber ich denke, das ist es wert. Mal los. So, und jetzt ist halt die Sache. Ich müsste das Ding eigentlich auch nochmal hier rüberholen. Das würde sogar hier oben lang gehen. Ah ne, dann müsste man wieder hier durch. Ja. Eigentlich müsste ich da auch noch mal hinfliegen. Mit meinem Zerstörer. So, was passiert hier? Wie geht's dem? Dem geht's gut. Orbital Unterstützungsstation. Undock-Erlaubnis erteilt. Wahrscheinlich wäre es günstiger, bei der Silizium-Carbid-Mine einfach das Material zu holen. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich habe keine Lust, da nochmal hinzufliegen. So, handeln wir. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr so viel Geld, wenn wir nochmal 1 Million ausgegeben haben. Erfolgreich angedockt. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Ah, wir haben noch Energiezellen an Bord, ne? Und das können wir gar nicht mitnehmen. Falsches Schiff. Gut, dann können wir abdocken. Dann machen wir einfach nur den Weg frei. Und zwar beginnen wir damit in
tun. Vielleicht den Getsufune. Okay, hier ist der gefährliche Bereich, hier nicht. Fliegen wir erstmal nach Getsufune. Aber natürlich mit dem Schiff hier. Also können wir auch so in die Leere. Ja, das ist ein deutlich weiterer Weg. Also erstmal nach Getsufune. Autopilot eingeschaltet. Die Musik von den Terranen, die würde ich eigentlich lieber oder gerne mit hier rübernehmen in meine Gebiete. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Oder die hier, die Antigone Memorial. Also eigentlich sind mehrere Stücke echt gut. Was machst du denn schon wieder da oben? Da sollst du hin. Die Korvette echt aufgeräumt. Das ist deutlich effektiver als die Zerstörer. So, meine Truppentransporter, der ist aktuell gefüllt. Energiezellen. Der ist gefüllt mit Energiezellen und bringt die ins Hauptquartier? Nein. Das muss ein Fehler sein. Warum zum Teufel kauft der Energiezellen ein und bringt die zum Hauptquartier? Oder hatte sie... Also es sei denn, er hat sie hier geholt. Hier. Dann ist natürlich in Ordnung. Reisemodus gestört. Geld fließt wieder. Wenn wir schon fast überlegen, den Terranern einen Transporter zu kaufen. Was würde mich denn hier ein Mittlerer zum Beispiel kosten? Weil ich Mittlerer ja eigentlich gar nicht haben will. Zum Vorkrieg, ja, davon haben wir schon welche.
ja durchaus erreichen. Ich will schon leisten. Erreiche Venus. Aber eigentlich würde ich natürlich lieber so einen haben. Oder den. Das sind 4,7. 6,7. 4,7. Eigentlich die, weil die kaum jemand hat, aber die sehen auch scheiße aus. Sieht der besser aus. Nur wegen diesem bisschen da und weil er länger ist, nicht so gestaucht. Aber der kostet auch mal direkt 2 Millionen mehr. Tatsächlich 10 Millionen. Dann sind nicht mal alle Waffenslots belegt. Naja. Okay. So, was können wir tun? Der ist soweit durch, der wird gerade bearbeitet. Dann ist die Frage, ob wir das riskieren, ihn rüberzuholen. Für bessere Schilde. Es gibt ja auch keinen sicheren Weg, ne? Also man könnte... Ich weiß gar nicht, da drin sind sie nicht. Probier's einfach. Das sind schon deutlich mehr. Jetzt muss es halt nur dahin schaffen. Schleuniger Mars. Fliegt gar nichts dran vorbei. Ganz paar Sprünge haben wir noch. Da würde ich aber auch sagen, die erspare ich euch einmal. Wir sehen uns am Ziel. So, jetzt dringen wir in den ersten Sektor ein. Erreiche System, Getsophone. Der tatsächlich interessant sein könnte. Wenn dem nicht so ist, ist es auf jeden Fall der nächste Sektor. Ich habe gerade gemerkt, unsere zweite Korvette ist da gerade unterwegs. In der Leere. Und versucht da durchzukommen zu den Terranern, um eben bessere Schilde zu kriegen. Und tatsächlich, aber im nächsten auch gar nicht mal rein weiter. Und hier waren dann doch. Ja, doch, am nächsten. Hier waren dann doch mehrere feindliche Großkampfschiffe. Und die sollen halt unser Ziel werden. Und tatsächlich gibt es hier auch Feindaktivität. Und mal wieder. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass sie hier rauskommen und dann auch sich da lang bewegen. Wir drehen einmal das Schiff. Unbekanntes Objekt. Ein Baulager, die bauen hier. Thank you.
Xenon-Verteidigungs-Baulager. Eine Station zu bauen. Okay, das geht noch ein bisschen daneben. Jetzt geht's. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie weit ich jetzt ehrlich bin. Aber das wird mir das Schiff ja gleich zeigen. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das beim Baulager auch so ist. Ja. Über 8 Kilometer. Das war das Baulager. Leider ist das Schiff nicht in der Lage, die Sachen einzusammeln. Ja, 8 Kilometer ist schon nice. So, als Reichweite. Ich bin denke, die Korvette schafft gerade mal 4. Ist jetzt durchgeschafft, ne? Durchgeschafft. Das heißt, ich kann die dann auch bald nach Hause schicken. Das heißt nach Hause, also hier. Und hier kann sie dann mitmachen. Es gibt hier auch neue Schiffseinstellungen. Ich habe die Schiffe jetzt quasi Patrouille fliegen lassen hier in dem Sektor. Also das Schiff und alle anderen Schiffe, die dem zugeordnet sind, quasi erstmal einfach nur den Befehl quasi folgen lassen. Weil das ja eigentlich gar nicht sein muss. Ne? Ich kann ja mal gucken. Der hier zum Beispiel. Der muss doch eigentlich auch selber Patrouille fliegen können im Gebiet Tikvas Glaube. Bestätigen. Hier zu patrouillieren. Danke für Ihre Hilfe. Für das Baulager habe ich 3 Credits bekommen. Gigantisch. Oh. Ich will mal eben Waffen umstellen, dass ich hier helfen kann. Katana. Katana tut sich schwer. Ich hätte auch gerne noch ein paar von gebaut. Ich treffe nicht die Katana. Okay, das wird natürlich nichts mit den Bordgeschützen. Mit Hauptgeschützen, da muss ich näher ran. Teuer.
Weiter geht's. Warum ist eigentlich ein Nicht-Mensch auf meiner Brücke? Jetzt wird's erreiche interessant. System die Leere. Jetzt müssen wir allerdings auch aufpassen, weil wir ja hier das gefährliche Gebiet haben, ne? Okay, jetzt bin ich einfach dran vorbeigesaust, das ist natürlich schade. Ja, komm. Der ist so schnell wieder auf Touren. So, wo bin ich? Ne, das bin ich nicht. Hier bin ich. Die Großkampfschiffe hatte ich gesichtet in etwa hier. Greift mich das Schiff jetzt etwa an? Ist das dein Ernst? S-E-M. F. Und ein paar Schüsse zum Gruß schon mal vorwegschicken. Ah, aber die gehen natürlich vorbei. Werden. Das ist nur zufällig die gleiche Richtung. Danke für Ihre Hilfe. Mal gucken, ob wir die strahlen können und dahin ausrichten können. Wenn das nicht so langsam wäre, dann wäre das mein neues Lieblingsschiff, mit dem ich permanent durch die Gegend fliegen würde. Andererseits, da man ja immer weiter mehr administrative Tätigkeiten haben wird und weniger
sag mal, als Pilot unterwegs sein wird. Danke. Ich würde mal schon überlegen, ob das Schiff zu wechseln. So, ist das Schiff fertig? Ja, ne? Ja. Dann würde ich sagen... Da ist richtig. Patrouille und auch Artikas Glaube bestätigen. Dann eigentlich... Ich würde hier sagen, alle Befehle aufheben. Du kriegst auch Patrouille... was glaube. Bestätigen. Und du hast auch Patrouille. Antiquas glaube. Bestätigen. Der hat das, glaube ich, eh schon. Wir noch ihn. Patrouille. Tick was glaube. Und du auch. So, dann sind das alles eigenständige Individuen. Also soll es auch sein. Dann kriegen wir das System auch tatsächlich langsam, aber sicher. Station Antigone. Bereinigt. Wir müssen hier hin, ne? Was ist hinter dem Nebel? Ja. Das müssen wir eigentlich aufsteigen. Vor allem das hier mal losholen. Gefährlichen Nebel hinweg. Aber ich nicht weiß, ob wir das dem Schiff hier was anhaben können. Will ich aber ehrlich gesagt gar nicht testen. Mal gucken. Gibt's doch kaum noch was. Hier oben ist noch welche. Frachter angreifen. Aber warum bewegt der sich überhaupt nicht? Keine Ahnung, aber es wird ruhiger. Kriegen das in den Griff. S.E. Was mich halt echt interessieren würde, ist, wo sind die Großkampfschiffe hin? Eventuell zerstören sie gerade da die... Was ist das? Die Fleischfabrik? K. Ein K entdeckt. Mal gucken, wie sich das Schiff dagegen macht. Wie wir uns behaupten können mit unserem Flaggschiff.
Also sind das natürlich nette Ziele, weil die ja 600.000 bringen, wenn man sie zerstört. Das zahlen uns dann ja die Verbündeten. So, wer greift mich an? Das ist die K. Dreht auf jeden Fall in eine Richtung. Fordere umgehend Verstärkung an! Wer hat die höhere Reichweite? So, der erste One-on-One-Fight. Danke für Ihre Hilfe. Nemesis, Angreifer. Okay, der geht's gut. Sprungtor, Antigone, Nemesis, Angreifer. K. Fordere umgehend Verstärkung an! Das Schiff kaputt, oder?
Verstärkung an. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Wir räumen den Weg frei. Danke. Noch ein paar K mehr. Und wir können uns auch einen Transporter bei den Menschen kaufen. Also, was heißt Menschen? Bei den Terranern. Nemesis, Angreifer. Er wird angegriffen. Das gefällt mir nicht. Sollen wir in Ruhe lassen? K. Der ist ja schon fast kaputt. Wovon das denn? Wartet auf mich. Ich will das Preisgeld haben. Wir sind doch in der Leere. Ist da noch eins aufgetaucht? Angreifer. Die Nemesis gewinnt. K. Also zwei weitere Ks, das wären nochmal 1,2 Millionen mit dem 1,8 Millionen. Stark. Hier okay, ist auch noch eine Sapporo. K. Echt nochmal auf dem letzten Meter komplett zerstört worden. Ich werd verrückt. Bei mehreren Millionen im Arsch. Also das mit der Nemesis, das ärgert mich echt. Danke. Also im Grunde habe ich durch das Ganze hier jetzt nichts gewonnen, weil das Geld, was ich jetzt zusammen habe, kostet mich dann wieder die neue Nemesis, wenn ich wieder einen bauen will. Ich hätte wahrscheinlich nicht näher rankommen dürfen. Fordere umgehend Verstärkung an. Dann werden die Kämpfe nämlich reeller. Verstärkung an!
jetzt gerade hoch oder runter oder was mache ich? Ich gehe runter. Das macht natürlich keinen Sinn. Ich muss wieder hoch. Weil die sind ja da oben. Glaube ich zumindest. Hier irgendwo. Ich bin ja noch tiefer geraten. Sonra, Verteidiger. Da ist eins. Kaputt aus. Fordere umgehen. Zerstört haben, plötzlich. Wie sieht's hier aus? 1 Million. Hier haben wir auch 1 Million. Da fehlt immer noch Siliziumkarbid. Achso, warte mal, Bauplan. Das Geld dafür steht bereit. Ja. Da fehlt noch alles. Und hier haben wir, glaube ich, kein Geld drin. Genau, weil dann nur an uns selber verkaufen. PE. Danke.
Cars mehr sind. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ein bisschen unverständlich. Die Leere. Hinter mir. Drehen wir ab. Das ist wichtiger. K. PE. M. Okinawa. PE. Heute. So. Irgendwie mal treffen da oben. Kann nicht sein, dass das schwerer zu treffen ist als ein Jäger. Hauptgeschütze haben geregelt.
die Geschwindigkeit wieder drosseln. Danke. Okay. Fordere umgehend Verstärkung an. Seitlich angreifen. K. Jetzt nicht ganz so viele feindliche Geschütztürme. Fordere umgehend Verstärkung an. Haben wir eine Reparaturdrohne eigentlich draußen? Nö.
Fordere umgehend Verstärkung an. Okay, ein K kann mich also auch locker vernichten, wenn ich von der falschen Seite komme. Gut zu wissen. Ja, jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, die Korvette noch mal kurz zu schützen. Und das tun wir hier auch. Dann kümmern wir uns erstmal nur um die Cars. Um alle Cars muss ich mich, glaube ich, gar nicht kümmern. Das war nur dieses eine. Das eine im Weg. Dieses Zwangsladen hat jetzt ja eigentlich dazu geführt, dass ich ein paar Millionen gespart habe. Ist wieder da, die zweite. Bedeutet aber auch, dass 3 oder 4 Cars wieder da sind. K. Gut, probieren wir es nochmal. Fordere umgehend Verstärkung an. So will ich es ja eigentlich nicht, ne? Ach, das ist Quatsch. Ich bin da. Fordere umgehen.
das war auf jeden Fall der erste. Danke. Fordere umgehend Verstärkung an. Habe ich es auf die K-Schiffe abgesehen. Nicht auf sowas da. Verstärkung an. So, jetzt ist die Frage. Können wir das Schiff schon losschicken? Die Nemesis. Ich glaube ja. Wir machen es jetzt einfach mal. Fordere umgehend Verstärkung an! Danke für Ihre Hilfe. K. Ja, dahinter versteckt sich ein K. Testen wir gleichzeitig auch mal. Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. Genau, wie sich die Region auswirkt. Eigentlich so gut wie gar nicht. Fast dran vorbei, ne? Sind jetzt noch zwei auf Schlag. Was tut es? Mal der jetzt auch mal gleich frontal kommt.
Danke. Ah. Ich will das so gar nicht lenken. Etwas hat uns getroffen. Ich schaff das schon wieder nicht, wa? Falschen Car zerstört, der ist da drüben. Der Arschloch-Car. Fordere umgehend Verstärkung an. Schneller als ich. Das habe ich so gar nicht gesehen. Das geht doch. Fordere umgehend Verstärkung an. Okay, mein Schiff ist hier immer noch. Fordere umgehend Verstärkung an. Also meine Reparaturdrohnen sind ein Stück weit wahnsinnig. Na gut. Aber trotzdem, wir machen den Weg frei. Wir wissen das jetzt. Mit dem Ding können wir locker die Cars zerstören. Wir müssen halt nur aufpassen, auf welcher Seite wir kommen. Und dann geht das schon.
Danke für Ihre Hilfe. Das heißt, wir werden hier mal die Leere befreien. Und dann werden wir mit einem kleinen Umweg, dann werden wir hier mal nach Hatikvas Entscheidung fliegen. Fordere Umgehen, gucken, was dort los ist. Dort die Xenon auch vertreiben. Genau. So der Plan für demnächst. Nebenbei ein bisschen Geld verdienen und dann eben endlich die Ressourcen rüber schaffen, um die Stationen zu bauen. Genau. Ja, wenn euch diese Videos gefallen, dann gerne ein Like da lassen, auch gerne einen Kommentar. Tipps und Tricks sind wie immer gern gesehen. Und ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.